Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video drehe ich für eine YouTube-Abonnentin, die Nathalie. Sie hat mich gefragt, ob ich meine Stempelplatten einmal vorstellen kann. Dies tue ich gerne und ich hoffe, du hast Spaß dabei. So, liebe Nadja, Nathalie. Also, ich habe nicht ganz so viele, aber du wolltest ja wissen, was für welche ich habe. Also hauptsächlich besitze ich welche von Bon Pretty, von AliExpress. Das eine Video dazu kennst du ja bereits. Dann habe ich drei Mojo-Platten und zwei kleine von Bon Pretty. Jetzt fangen wir mal an mit der kleinen von Bon Pretty. Das ist einmal so eine Katzenplatte. Ich habe die eigentlich nur bestellt wegen diesem hier, weil ich das so süß fand. Und ja, das ist die eine. Und hier haben wir noch eine kleine, auch von Bon Pretty. Die habe ich bestellt, weil da so schöne Rosenmuster drauf sind. Und ja, ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. Ja. Dann widmen wir uns den letzten drei. Das ist hier einmal die Mojo Fashionista 07. Das ist wohl einer der Platten, die bei Mojo, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bald nicht mehr so zu bekommen sind. Die fand ich so schön wegen diesen ganzen Ornamenten und so. Da kann man auch so wunderschöne Designs draus machen. Soll es ja wohl bald nicht mehr geben. Schade, schade. Aber ich habe sie. Dann eine Mojo-Platte von der Pro Collection. Mit den Schmetterlingen, den Sternen, Schleifen und Diamanten. Fand ich auch ganz toll. Und man kann auch ganz, ganz süße Designs mit den Schmetterlingen und den Diamanten machen. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, und als letztes, nein, ja doch, als vorletztes von diesen Platten habe ich noch die Mojo Literatur 01. Ich habe ganz lange gesucht nach einer Schriftplatte. Ich habe auch jetzt noch eine bei Ali bestellt, eine kleine, auch von Bon Pretty. Da ist auch eine super schöne Schrift drauf. Wenn ich sie habe, stelle ich sie euch auch selbstverständlich, wenn ihr mögt, gerne vor. So, das waren jetzt die kleinen Platten und die Mojo und Bon Pretty Platten. Jetzt kommen meine ganz, ganz alten Platten, die von Conard. Das sind hier, man sieht sogar die Streifen noch von diesem Metallscrapper, den es damals gab. Ja, die benutze ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr, aber ich stelle sie einfach mal mit vor.
So, dann kommen wir zu meinen großen Schätzen und ich muss gestehen, ich kann euch leider überhaupt nicht sagen, wo die her sind. Ich habe die damals in einer Facebook-Gruppe von jemandem abgekauft. Ich vermute aber stark, weil ich es schon bei AliExpress gesehen habe, dass diese Platten auch von dort kommen. Vielleicht einfach mal mit Gemütlichkeit an Ali setzen, wenn ihr Interesse daran habt und einfach mal nach großen Stempelplatten suchen. Das ist dann diese hier. Da ist dann ja ganz, ganz viel drauf. Viele Motive. Und damit kann man halt auch wirklich sehr, sehr viel machen. Das benutze ich sehr gerne zum zweifarbig Stempeln. Die Rose rot und die Blätter mache ich dann grün. Und was ich an dieser Platte sehr liebe, es sind spiegelverkehrte Muster dabei. Jeweils immer spiegelverkehrt in der dementsprechenden Größe. Es ist nicht bei allen so, aber bei dieser Platte ist es jetzt so. Und das finde ich total toll. Das hast du nämlich nicht oft. Ich weiß, dass es von Moyo solche Spiegel Platten auch gibt. Und ja, also das war die Nummer 1. Meine Stempelplatten. Und meine Sammlung erweitert sich auf jeden Fall noch um die ein oder andere Stempelplatte. Werden wahrscheinlich wieder welche von Born Pretty sein. Ob jetzt die großen oder die kleinen, wird sich zeigen. Immer das, was mir gerade so gefällt. Ja, liebe Nathalie, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du hast vielleicht die eine oder andere Platte entdeckt, die dir ganz gut gefällt und die du vielleicht auch gerne kaufen möchtest. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schreib mir einfach gerne einen Kommentar. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, meine Lieben!